Hallo und willkommen zu einem neuen Canopy Growth Update. So, CGC hier, Canopy Growth, hat sich die letzten Tage nicht wirklich nach oben bewegt. War jetzt auch nicht unbedingt überraschend, dass sich hier nicht viel tut, denn, wie auch in den letzten Videos erwähnt, im besten Falle ist es halt eine Diagonalbewegung, die sich jetzt hier nach oben entfalten könnte. Aber da bräuchten wir mal mindestens irgendwie einen Ausbruch über diese Mini-Welle 1 hier bei $5.10. Und das ist schon mal nichts Impulsives. Und es ist sowieso, wenn wir nach oben laufen, würde ich erstmal schauen, ob es eine korrektive Rallye ist. Die sind ja sowieso nicht so aggressiv und eher korrektiv anzusehen. Also sehr überlappend, langsam. Können natürlich auch impulsive Elemente haben. Aber wie schon erwähnt, wäre das ja dann eine ABC-Struktur. Moment, was hier passiert? So, A, B, C. Ja, und die A-Welle ist ja schon mal überhaupt kein Impuls. Das haben wir ja schon ausgeschlossen. Das könnte im besten Falle eine Diagonale sein. Eine A-Welle kann natürlich auch eine dreiteilige Struktur sein. Das wäre halt quasi noch schwieriger. Ja. Aber im Endeffekt ist es alles jetzt hier bisher unverändert. Ja, ich möchte noch mal kurz auf die Struktur hier eingehen. Übergeordnet dann noch mal detailmäßig, oder Detailstruktur. Das hier ist ja so die Struktur, die wir jetzt seit Monaten auch tracken. Da hat sich erstmal nichts dran verändert. Es ist eine fünfteilige Struktur nach unten, die man erstmal als Welle 1 in der bärischen Struktur werten kann, da es eben ein Fünfteiler ist. Und dann wäre jetzt erstmal die nächste Bewegung nach oben vermutlich eine dreiteilige Bewegung. Nur wenn wir über die $11.50 ausbrechen könnten, wäre es tatsächlich bullish. Das sah noch anders aus, als die Korrekturbewegung nur dreiteilig war. Das war der Fall hier im Juli. Da hat man ja geschaut, ob der Markt hier einen Fünfteiler ausbauen kann. Hat er sogar geschafft, ja, zumindest konnte man das da so werten. Aber dann geht es ja immer darum, ein erster Fünfteiler nach oben ist ja nicht unbedingt direkt bullish. Er muss ja auch im Rücksetzer dann ein höheres Tief halten. Und deswegen haben wir dann ja immer diese One-Two-Setups, ja, weil es gibt drei Arten der Bestätigung einer Trendwende. Es gibt einmal die fünfteilige Bewegung nach oben. Das konnte man so werten, war aber auch nur eine Diagonale, deswegen hatte ich da schon gewarnt. Also Diagonale, Welle 1 wäre das gewesen, ja. Und dann ist es ja so, zweite Art der Bestätigung ist eben der höhere Pullback im Rücksetzer. Und da ist es schon gescheitert, ja. Und er hätte halt dann, der dritte Art der Bestätigung ist dann noch der Bruch über das Hoch der Welle 1. Er hat also nicht mal die zweite Bestätigung geschafft. Von daher war hier noch nichts bestätigt einer Trendwende irgendwie, ja. Und jetzt hängen wir halt hier unten und er hat noch nicht mal das Aufwärtsmomentum von damals. Also da ist nichts Bullisches direkt dabei jetzt aktuell. Ja, ich bewerte ja die Struktur hier immer jeden Tag, fast jeden Tag und schaue mir an, ob er irgendwas Interessantes macht, weil natürlich viele von euch an diesem Titel interessiert sind, aber da ist nichts Bullisches dabei aktuell, ja. Also das hier könnte immer noch sein, ein 1-2 irgendwie. Und dann wäre das vielleicht in der Welle 3 jetzt nochmal eine A, B, C. Denn es handelt sich, wie gesagt, im besten Fall um eine Diagonale. Ich habe aber jetzt hier mal das nicht noch weiter gelabelt, weil eventuell hält das sowieso nicht. Also ich habe ja hier noch überhaupt keine, also ich habe ja noch nichts. Ja. Ich zeige euch lediglich, wie eine fünfteilige Aufwärtsbewegung aussehen würde, damit ihr wisst, was sind die Invalidierungen und was wäre hier so das nächste Meilensteinziel nach oben. Invalidierungslevel liegt hier bei $4.60, das ist das Tief vom 11. September und dann müsst ihr jetzt quasi irgendwie von hier nach oben drehen und dann mal in Richtung $5.44 als nächstes starten, dann können wir darüber sprechen, ob das hier vielleicht so eine interne 3 ist, so eine Welle 3 der A. So viel, ich will gar nicht viel mehr sagen jetzt zu Canopy. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, bitte ein Like da lassen, Abo und einen Kommentar. Und ansonsten habt einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao.